Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Tutorial zu einer Nachtwächteruhr. Ihr habt jetzt schon gesehen, was eine Nachtwächteruhr macht, denn sie gibt Töne von sich. Eine Nachtwächteruhr dient übrigens dazu, den Schlaf zu finden. Das heißt, sie läutet, wenn die Nacht beginnt und man sich schlafen legen kann. So kann man die Nacht überspringen, wenn man zum Beispiel in einem Dorf etwas Schönes aufbauen möchte, dient es dazu, dass keine Monster spawnen, weil man natürlich rechtzeitig das Bett aufsuchen kann und natürlich gewarnt wird. Denn man hat nicht immer eine Uhr im Inventar und es ist ziemlich schwierig, auch teilweise, wenn man sich in der Ortschaft bewegt, dann mal so zwischen den Häusern den aktuellen Sonnenstand zu beobachten. Und in den Häusergassen sieht es dann auch schon etwas düster aus, obwohl es noch gar nicht Nacht ist. Ja, hier habe ich mal ein grundlegendes Gebilde aufgebaut einer Nachtwächteruhr. Das seht ihr gerade hier, ein kleines Türmchen. Oben ist eine Glocke drauf. Daneben seht ihr gerade ein paar Redstone-Lampen mit einem Sensor. Einmal Tageslichtsensor, den seht ihr auf der linken Seite, und einen Nachtlichtsensor, den seht ihr auf der rechten Seite. Und zwar tun diese Sensoren ja anzeigen, wie gerade der Tag oder der Nacht in einer Relation zur aktuellen Zeit steht. Gerade ist Tag geworden, das heißt, die linken Lampen sind völlig an. Wenn es langsam düster wird, da gehen die Lampen aus und diese gehen dann an. Ab der vierten Lampe ist Nacht. Und wir haben das nämlich auch so gebaut, dass wir nur vier Redstone benötigen und dann mit einer Schaltung dieses Gebilde dann bepowern mit Strom, sodass man hier auch einen ordentlichen Klang rausbekommen kann. So, und damit hallo und herzlich willkommen hier zu dem Tutorial einer Nachtwächteruhr. Das ist die Version 3 der Nachtwächteruhr. Alle anderen Versionen könnt ihr natürlich auch auf dem Kanal mit angucken. Ich werde wahrscheinlich am Ende des Videos in der Vorschau etwas verlinken. Da könnt ihr nochmal das Tutorial angucken vom letzten Mal und dabei könnte euch vielleicht ein bisschen was auffallen, hat sich nämlich einiges getan. So, wir haben ein paar kleine Sachen hier vorbereitet und zwar habe ich zum Beispiel für diese Nachtwächteruhr folgende Objekte benötigt. Und zwar eine Glocke, vier Redstone-Lampen, drei Verstärker, einen Komparator, ein Nachtlichtsensor, sieben Redstone-Staub und fünf Redstone-Fackeln. Das ist die Version für die 1.15. Optional habe ich das jetzt mal mit Steinziegeln gebaut. Das kann man natürlich in ganz vielen anderen Variationen bauen, mit Fichtenholz, mit Birkenholz, mit Eichenholz, mit Quarz, mit Goldblöcken, so wie eine das auch lieb ist. Nur mit Redstone-Blöcken wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, weil die ja selber Strom weitergeben. Ja, wir kommen ganz kurz zum Strom. Ich weiß, viele kennen sich nicht so aus mit Strom, deswegen habe ich hier ein paar kleine Sachen aufgebaut, wie man das zum Beispiel regeln kann. Als allererstes zeige ich euch, wie man eine Glock baut. Es gibt natürlich viele Arten von Glocks. Ich baue jetzt einfach mal diese Glock hier nach und ich mache das jetzt auch schon wie hier drüben. Ich baue hier 1, 2, 3, 4. 5. Also, nehmen wir jetzt einfach mal hier das. Zack. Also hier an die Position kommt natürlich dann der Nachtlichtsensor. Ich kann ihn auch gleich mal runter. Ihr findet ihn auch unter Tageslichtsensor und mit einem Rechtsklick tut ihr den zum Nachtlichtsensor machen. 1, 2, 3, 4 ist das ganze Prozedere. Wir laufen mal ein paar NPCs rum. So, danach kommt an diese Position ein Komparator. Da wird auch nichts wirklich dran verschaltet. Dann bauen wir hier noch fünf weitere Blöcke dran. Hier kommen zwei Redstone, hier auch nochmal ein Redstone. Und damit haben wir die sieben Redstone schon fertig. Mehr brauchen wir nicht. Dann kommt ein Repeater in diese Richtung und da klicken wir zweimal drauf. Ein weiterer in die andere Richtung, da klicken wir auch zweimal drauf mit der rechten Maustaste. Und schon ist das Ganze fertig. Tun wir hier schon mal wieder ein Blöckchen hin. Dann hier wieder ein Repeater oder Verstärker, wie man es auch in Deutsch nennt. So, dann macht mir einen kleinen Trick. So, und danach kommt hier oben eine Redstone-Fackel drauf. Zack. Und schon ist das Ganze
im Grunde genommen fertig. Das schaut genauso aus jetzt wie hier drüben. Und ich zeige euch mal ganz kurz, was das Ganze tätigt, und zwar mit den Hebel. Wenn es jetzt Nacht ist, da ist die Strecke hier an und hier läuft eine kleine Glocke, sodass das Wettersignal immer mal unterbrochen wird und hochgeleitet wird. Und ihr seht dort eine Redstone-Fackel, eine Redstone-Lampe. Und diese wird quasi, ich tue es jetzt nur mal symbolisch hier dargestellt, als Leuchtsignal. Wenn man jetzt weiter weg ist, dann sieht man ja nur noch das Leuchtsignal und hört es nicht mehr. Deswegen wird sich das dann auch anpassen, das so zu erstellen. So, das haben wir schon mal so. Jetzt haben wir das Signallicht quasi. Jetzt brauchen wir natürlich noch das akustische Signal. Ich schalte das mal hier wieder aus. Und da gibt es mehrere Varianten. Und zwar gibt es einmal die altmodische Variante und einmal die optionale Variante. Und zwar befinden wir uns gerade hier in der 1.15, genau in dem Snapshot 19W40A. Der ist am Ende der letzten Woche rausgekommen. Am Ende der letzten Woche, das ist KW 40 gewesen, wenn mich das nicht täuscht. Und ich sage gleich dazu, eine Variante funktioniert ab der 1.15, und das ist die Variante, die ich hier drüben gezeigt habe mit der Glocke. Das funktioniert in der 1.14 noch nicht. Und in der 1.14 funktioniert aber die eine Variante, und die würde ich gerne mal ganz kurz vorstellen hier. Das wäre dann das akustische Signal. Ich habe jetzt hier optional mit Goldblöcken gehandelt. Man kann auch keine Blöcke benutzen. Ich fliege mal ein bisschen weiter weg. Ihr seht, das hört man noch ziemlich weit entfernt. Jetzt wird es wieder weniger, aber hier hört man es wieder ein bisschen. Man kann da wirklich jeden Block dazu nehmen. Am besten gefällt mir der Goldblock auf jeden Fall. Und in der 1.15 hört sich das dann so an. Genau. Die zwei Varianten gibt es auf jeden Fall, und die würde ich euch jetzt auch gleich nochmal nachbauen. Wir bauen das dann gleich nochmal. Ich würde euch ganz kurz noch was vorstellen. Es gibt noch zwei schöne Varianten, die man auch bauen kann. Einmal diese schöne Schaltung hier, was ich als kleinen Bug rausgefunden habe vor einigen Versionen schon. Und zwar in der 1.11 habe ich das rausgefunden. Das geht bis jetzt noch in der 1.15. Und zwar ist das jetzt hier ein Signal mit vier Redstone in einer Reihe. Dann hier die zwei Blöcke hier mit Redstone oben drauf geführt. Dann baut man hier zwei Redstone-Fackeln, lässt einen Luft. Hier darf keiner in der Mitte sein. Und hier zwei Outputs für die Notenblöcke. Und passt mal auf, was jetzt passiert. Ich kann noch mal ganz kurz die Notenblöcke hier weg, dass man sich das mal angucken kann. Ist schon ganz schön lustig, aber man kann das wirklich als verstärktes Signal nutzen, wenn man jetzt zum Beispiel, wie dort vorne gezeigt, ab der vierten Lampe aktiviert sich ja die Nachtwächteruhr, und wenn man aber ab der sechsten Lampe nicht schlafen geht, dann aktiviert sich dann diese Schaltung als absolutes Alarmsignal, dass das noch penetranter einen auf die Ohren geht. Und dann muss man wirklich langsam mal ins Bett, weil dann tun schon die ersten Monster spawnen. Optional kann man natürlich auch noch dieses hübsche verwenden. Das habe ich zum Beispiel auch bei mir in der Bibliothek verwendet. Die Bibliothek bei mir liegt ziemlich unter der Erde. Also mit so vielen verworrenen Gängen und unten am Verzauberungstisch, da höre ich die Nachtwächteruhr vom Stadtzentrum nicht mehr. Deswegen habe ich da eine optionale Leitung hingelegt, dass sie mit dem Stadtzentrum zusammenhängt, und dann ertönt dieser Sound. Und diesen habe ich hinbekommen mit Goldblöcken und mit Packeis. Und zwar habe ich diesen Notenblock auf Stufe 1, also einmal angeklickt.
Den habe ich dreimal angeklickt, den auch. Den habe ich siebenmal angeklickt, den auch. Und den habe ich neunmal angeklickt und den auch. Und da kommt man auf diese Tonlage. Und die gefällt mir schon ganz schön. So, jetzt versuchen wir mal hier. Die Lampen gehen wieder zurück vom Tag, das heißt Dämmerung. Und wir bauen jetzt mal hier drüben die Lampe, so wie sie im Buche steht. Zunächst gehen wir hier mal runter und zwar in einen folgenden Abstand. Das ist jetzt hier das Zentrum. Da können wir auch mal drei runtergehen. Und da tun wir hier den Abstand nehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann gehen wir hier runter und buddeln uns mal hier durch. Bis wir auf Licht stoßen. Und da ist das Licht. Und da geht die Lampe nämlich schon an. Die tue ich jetzt aber mal ganz kurz deaktivieren oder wir legen uns einfach schlafen. So einfach ist das. Zack, und da haben wir uns schlafen gelegt. Hier tun wir jetzt den Nachtlichtsensor einfügen, dann 1, 2, 3, 4. So wie gerade schon gesagt, hier kommt ja die Glocke, deswegen müssen wir hier auch ein bisschen Platz schaffen. Das heißt, das kommt so hin, das kommt so hin, das kommt so hin. 1, 2, 1, 2. Hier kommt das Redstone hin. Hier kommt ein Repeater hin. Da kommt ein Block drauf. Und da kommt ein Block drauf. So, hier mache ich jetzt mal zu. Dann tue ich hier wieder einen reinsetzen. Und das Ganze so. Ich habe das jetzt mal ein wenig anders gebaut wie er drüben. Es ist natürlich ein etwas performance-sparender, wenn die Lampen aus sind über den Tag. Deswegen habe ich jetzt mal so gebaut. Genau, da haben wir das schon mal. Hier unten können wir noch ein paar Träger hinbauen, sodass das nicht so schnell umfällt, unsere Konstruktion hier. Und hier oben drauf können wir jetzt noch ein bisschen was schmücken. Da kann man ja trotzdem eine Glocke draufsetzen, auch wenn es nicht funktioniert. Aber man kann da trotzdem eine Glocke draufsetzen. Ich tue die Glocke jetzt aber nicht so draufsetzen, weil dann würde sie hier gepowert werden durch diese Redstone-Fackel. Weiß nicht, wenn man die hier oben dran setzt, aber dann wird die, glaube ich, auch gepowert. Ich lasse es einfach mal so stehen. Und kann man zum Beispiel hier einen Goldblock reinsetzen und hier das so lassen zum Bleistift. Also mir ist es völlig schnuppe, wie man das dann regelt. Man kann es natürlich völlig anders machen. Man kann das Dach ja völlig weglassen. Wir können das auch völlig anders machen. Passt auf. Wie gesagt, der Variation sind keine Grenzen gesetzt. Das müsste doch eigentlich auch gehen hier. So, man kann das so machen. So. Zack, da hat man auch ein schönes, lustiges Dach und das funktioniert auch super. So, und dazu jetzt hier unten im Untergrund noch die kleine Schaltung hier. Ach so, in die Richtung, ja. Man kann es natürlich auch in die andere Richtung machen, aber so ist es natürlich auch nicht schlecht. Und zwar so.
Ja, genau. Dann holen wir uns hier mal diesen da und tun hier den, so ein bisschen weiter weg, genau. Den hier hin, zack. Müssen wir mal kurz den da machen und diese zwei hier auf 3 und den auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das Wichtige ist, dass hier nichts oben drüber ist, weil sonst tun die Notenblöcke sich nicht aktivieren. Und wir tun jetzt mal Nacht schalten, indem wir hier mal zumachen. Und das hat auch prima geklappt. So, jetzt kann man hier noch ein Glas reinmachen. Da ist es, der Glasblock. Und schon ist die Nachtwächteruhr fertig. Wenn ihr natürlich noch Tipps, Ideen habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr nicht weiterkommt, helfe ich natürlich gern weiter. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß beim Ausprobieren. Es gibt wirklich tausende von Variationen von diesen Nachtwächteruhren. Man kann sie überall mit verbauen. Das Wichtigste ist eben bloß, dass über diesem Block nichts drüber ist, dass er gerade nach oben gucken kann, weil wenn man irgendwas drüber, dann wird die ganze Zeit ausgelöst sein. Ich wünsche euch, wie gesagt, noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, ich konnte euch etwas Neues beibringen. Euer Cedric. Bye bye.